Hallo ihr Lieben, heute geht es wieder um die Fortschritte von unserem Border Collie Gail, die echt eine Menge gelernt hat in den letzten Wochen. Und was mich total gefreut hat, ich habe beim Hüten jemanden getroffen, die ich nicht kannte. Und die hat gesagt, ach, ich habe deine Videos gesehen und sie findet das ganz toll, diese Entwicklung von der Gail zu beobachten. Das Erste, was die Gail gelernt hat, ihr findet das in der Playlist, in der Infobox, müsst ihr beim letzten Video anfangen. Das Erste, was sie gelernt hat, ist halt die 12-Uhr-Position. Irgendwann soll das aber ja natürlich so sein, dass der Hund alleine arbeitet. Und hier seht ihr mich, wie ich mich ein bisschen zurückfallen lasse. In dem Moment, wo sie versucht jetzt dieses Come By oder Away zu machen, ist hier auch was sie lernen musste, das ist jetzt Come By. Dann würde man sie ablegen. Ich versuche sie hier zu motivieren, dass sie es alleine macht, aber sie klebt halt doch noch sehr an mir. Und damit fing es eigentlich auch an. Wenn ich sie losschicke, will sie mir im Moment noch die Schafe holen. Es gibt allerdings eine Situation, wo die Gail wirklich gerne alleine arbeitet, das ist halt das Schafe eben holen. Aber das Grundprinzip ist ja das gleiche. Ich schicke den Hund los und der Hund schickt mir die Schafe. Hier hat sie im letzten Moment den Mut verloren, dann habe ich sie nochmal geschickt. Larissa hat das jetzt nicht durchgehend gefilmt gehabt, aber ihr seht, sie bringt sie mir. Und das wird dann eben auch von Mal zu Mal besser. Hier will sie los. Kann sein, dass ich sie angesprochen habe, sie damit irritiert habe, wahrscheinlich, weil ich Come By oder Away gesagt habe, weil sie sollen ja auch so einen birnenförmigen Weg gehen, damit die Schafe nicht weggejagt werden. Das ist ja früher immer öfter passiert. Aber jetzt holt sie sie richtig, richtig gut und das ist schon mega. Ich glaube, ich hatte schon gesagt, dass die Trainerin wirklich gesagt hat, sie hätte nie gedacht, dass der Hund so gut wird. Aber manchmal sagt sie eben auch, ja, ist schwierig, wenn man nur einmal in der Woche kommt. Jetzt sind wir ja beim nächsten Schritt und versuchen ihr halt beizubringen, dass sie alleine hütet. Dass man also irgendwann steht und da diese Kommandos sagt, come by, away, walk on. Ne, walk on ist dieses gerade gehen. Und sie macht das halt so, wie man es braucht. Und man kann sie überall auf dem Kreis auch ablegen. Also nicht mehr so fixiert auf die 12-Uhr-Position, das seht ihr ja hier. Ne, wenn ich leider und sage, egal an welcher Stelle, dann macht sie das auch. Dazu, zu der Übung, die ich da jetzt gerade mache, mit dem Vergrößern des Kreises, gibt es noch ein extra Video. Hier seht ihr uns nochmal an dem anderen Ort. Sie hat ja zwei Wiesen, wo man üben kann. Also das Bringen klappt ganz gut. Das hat sie verstanden. Das Ablegen klappt auch total gut. Und bevor die Larissa hier gefilmt hatte, hat die auch ganz toll das alleine gemacht. Dann habe ich gesagt, Larissa, film mal. Und dann klebte sie doch wieder an mir. Das ist halt ein Lernprozess, das braucht Geduld. Sie will es halt richtig machen und wenn sie verstanden hat, was sie tun soll, dann macht sie es auch. Und das ist, glaube ich, so das, was ich so in das Training einbringe. Nicht nur, weil ich selbst ja auch Hundetrainerin bin, sondern einfach auch dieses Konzept aus dem Natural Horsemanship, dass man... Ja, probier einfach, du schaffst das schon noch. Wie man halt Hunde auch motivieren kann oder Pferde auch motivieren kann, indem man vielleicht auch nicht zu viel Training macht. Also dieses nur einmal in der Woche kann ein Nachteil sein, kann aber auch ein Vorteil sein, weil die drüber nachdenken. Und eben auch, dass man halt den Hund oder das Pferd nicht ständig kritisiert. Dass man, man nennt das so Match the Energy, dass man halt auch das nimmt, was kommt. Und das versuche ich hier und ihr seht, ich habe sie ein bisschen rumlaufen lassen. Der Regelfall wäre ja, sie dann abzulegen. Das zeige ich euch in der Sequenz, wo mir das meine Hundetrainerin auch erklärt. Bitte? Immer wieder hinlegen. Gerade auf den Schaf. Und weiter.
Hinlegen, damit ihr gerade bleibt. Ich hatte einfach auch mal den Mut, es ein bisschen anders zu machen. Und einfach mal gucken, was kommt, mal gucken, was passiert, um auch das Selbstbewusstsein des Hundes zu fördern. Und nach so wenigen Einheiten, wie wir das geübt haben, finde ich das wirklich immens. Als Belohnung habe ich sie dann einfach nochmal das machen lassen, was sie einfach gerne macht und wo sie auch weiß, ah, das kann ich, mir die Schafe auch mal bringen. Da sollte man doch immer natürlich auch sein Bauchgefühl hören und nicht die ganze Zeit nach Schema F arbeiten. Das Ablegen ist natürlich auch sehr wichtig. Es hilft zum einen, die Distanz zu bekommen, den Hund besser zu positionieren oder eben dann, wenn man will, dass er alleine die Pferde, nee, der hütet keine Pferde, die Schafe hütet, dass man dann, wenn er eben rumläuft, das korrigieren und abstocken kann. Hier lasse ich sie wieder machen. Bleib einfach mal stehen, guck mal, was passiert. Klar, ihre Idee ist, wie gesagt, wie bringe ich die Schafe zum Frauchen? Und dann will man ihr ja auch nicht das Gefühl geben, dass das falsch ist. Und dann sieht man, dann guckt sie einen fragend an. Und wie, war das jetzt doch nicht richtig? Wartet darauf, dass man eine Party feiert. Aber ich habe dann einfach gar nichts gesagt. Weder kritisiert, noch gelobt. Weil es ist ja richtig, auch wenn es nicht das war, was ich in dem Moment eigentlich wollte. Also fangen wir nochmal von vorne an, gehen zusammen zu den Schafen. Das war ja auch schon mal was, was man ihr erstmal beibringen musste, dass das zusammen geht. Jetzt versuche ich wieder mit, das auch zu nehmen, was sie mir gibt. Ja, du musst dann mal leider sagen, wenn die anfängt, die wieder auf die Tür zu treiben. Larissa gibt dann Tipps, was ja auch wichtig ist. Aber oft ist es eben so, der mit dem Hund oder eben mit dem Pferd arbeitet, hat ja auch so eine mentale Verbindung. Und wie das halt oft so ist, man hat so diesen Vorführeffekt. Das, was ungefilmt ja wirklich gut geklappt hat, klappt auf Anhieb wieder nicht so gut. Stopp, leider! Es ist Fummelei, es ist Versuchen. Zu spät. War zu spät, ne? Ja, eine kritische Lehrerin. Warte, leider. Gut, so genau. Walk on. Sehr gut. Gut reagiert. Da war ich anscheinend besser. Jetzt guckt mal, wie viel Distanz ich da jetzt mittlerweile habe. In einer einzigen ungeschnittenen Trainingseinheit. Wohin die jetzt bringt, das überlasse ich in dem Moment ihr. Sie guckt zwar immer noch nach mir, die Gail, aber ihr seht, es wird. Und ich habe jetzt auch ein bisschen besser dieses im richtigen Moment Ablegen gemacht. Richtig gut. Lass mich ganz, ganz allmählich zurückfallen. Wird immer langsamer. Da kannst du sie ja gleich mal schicken, die zu bringen als Belohnung. Richtig gut. Lie down. Wenn sie auf Lie down sich nicht hinlegt, aber stehen bleibt, ist das Ziel natürlich auch erreicht. Das geht hier ums Abstocken.
Das Stimmkommando, ne? Come by and away weiß sie ziemlich gut. Bei Walk On, das ist ein Stimmkommando, was so sicher noch nicht sitzt. Come by. Come. Ja, mach's jetzt. Ja, super. Sehr gut. Leider. Klasse. Das war echt. Wir wollen natürlich irgendwann auch mal versuchen, das Ganze auch mit Five-Kommandos zu verbinden. Aber war echt toll. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abo habt, lasst mir ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.